Dann starte ich jetzt mal ohne Raumanzug. Ich hoffe, das geht gut. Start-Landekamera. Oh Gott, ich muss das echt, das ist der First Person steuern. Das macht es noch schwerer, finde ich. Start! Okay, wir sind im Weltall. Da ist Holzkamin. Ich werde mal versuchen, Geschwindigkeit anpassen. Aber einen Orbit oder so müssen wir anscheinend nicht etablieren. Nicht wirklich. Autopilot aktivieren. Ach, der fliegt uns jetzt dahin zum Abräumfels. Oh, das ist ja praktisch. Und die Netzwerkverbindung wurde schon wieder unterbrochen. Naja. Scheinbar nicht so schlimm. Okay, jetzt wartet mal. Ich kann jetzt hier mit dem Scoutwerfer einen Scout starten. Der Fotos für uns macht. Ich will den in die Sonne werfen. Ich glaube, die Sonne ist sehr weit weg und riesig. Und vor allem fliegt er gerade sonst wohin. Das ist gar nicht so leicht, dass man da trifft. Man muss die Bewegung mitrechnen, okay? Da steht ein Haus. Oh Gott, wir werden gleich gerammt. Oh Gott, wie sollen wir denn da landen? Jetzt wartet mal. Geschwindigkeit anpassen. Nee, falsche Richtung. Oh, okay, Vorsicht. Geschwindigkeit anpassen. Landemodus aktivieren. Ah, okay, alles gut. Ah, ganz easy. Das war leicht und weird. Ich glaube, wir sind in einem Baum gelandet oder so. Oh, bei uns ist gerade Gewitter. Echtweltgewitter. So. Abschnallen. Das war ein seltsamer Weltraumflug. Ich ziehe mal lieber meinen Weltraumanzug an jetzt, oder? Wenn wir da rausgehen. Wir sind auf unserem Mond gelandet. Das war easy. Da oben ist Holzkamin. Ah, okay. Man braucht hier, glaube ich, doch keinen Anzug. Mensch, WLAN-Verbindung. Bleib weg oder komm wieder, aber wechsel nicht dauernd. Oh, hey, du bist es. Die Bodenkontrolle hat mir gar nicht mitgeteilt, dass du starten wirst. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Andererseits, es ist schon ewig her, dass ich überhaupt jemanden gesehen habe. Was ist das hier für ein Ort? Ha, sehr witzig. Oh, bei den Sternen, du meinst es ernst, was? Das ist ja echt traurig. Willkommen auf dem Mondaußenposten, über den unser Weltraumprogramm offensichtlich niemanden mehr so richtig informiert. Als wir... Boah, wir haben voll Gewitter. Crazy. Sturm hier. Krass. Die Schwarzdorns aus Riften haben ihren eigenen Planeten. Ja, anscheinend. Als wir einst Outer Wild starteten, brachten Reisende ständig ihre Schiffe hierher, um sie reparieren zu lassen. Seitdem hat sich unsere Weltraumtechnologie wahnsinnig weiterentwickelt, aber die älteren Schiffe fielen leider noch regelmäßig fast auseinander. Also führen viele mehr. Was also früher viel mehr, als es heute der Fall ist. Mithilfe des Außenpostens verringerte sich die Zahl der Starts und Landungen im Dorf selbst, die dorthin und wieder zu großen Bränden führten, die Landungen. Okay, heute bin ich hier fast ich bin total paranoid wegen den Lags. Wisst ihr was, ich mache jetzt meinen Kontrollstream hier einfach weg.
und schaue einfach nur in mein Aufnahmeprogramm und dann sehe ich nicht mehr, wenn das Bild. Weil es sind ja eh nur ganz kurze Hänger. Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Aber trotzdem. Heute bin ich hier fast die ganze Zeit alleine. Züchte meine Setzlinge von Holzkamin und pass auf alles auf. Geh nicht weg. Also, wolltest du sicher noch irgendwas? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich mich hier umsehen. Ach, da oben ist mein Scout. Das ist ja witzig. Dem habe ich den aufs Dach geschossen. So. Vielleicht. Naja, wir haben eigentlich viel Sauerstoff anscheinend. So schnell geht der nicht verloren. Ach, hier muss ich scheinbar jetzt wirklich... Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist es hier sehr dunkel. Mir wäre es lieber, wenn die Sonne wieder aufgehen würde. Aber der Planet ist, glaube ich, nicht sehr groß, oder? Den kann man, glaube ich, relativ schnell... Oh, wow, okay. Ich habe einen riesigen Krater gefunden mit seltsamen Steinen. Und? Irgendwas ist da drin in dem Krater. Jetpack auftanken, okay. Chads Forschungsaufzeichnung. Eigentum von Chad. Dies ist ein alter Krater. Das Tolle ist, dass die Zusammensetzung der Probe, die ich an der Einschlagstelle genommen habe, der Zusammensetzung des Eisens in den Randgebieten von Schwarzdorn entspricht. Ich würde postulieren, dass der Abraumfels von einem Stück des Planeten getroffen wurde, der früher dort war, wo jetzt Schwarzdorn sich befindet. Ah, deswegen sah der so zersplittert auf der Karte aus. Bei mir hängt nichts. Na gut, okay, dann hoffe ich, dass es das wirklich nichts hängt. Ab und zu habe ich so kleine, aber vielleicht ist schon okay. Um nochmal darauf zurückzukommen, vielleicht gibt es auf anderen Planeten im System noch weitere Bruchstücke des alten Planeten, den Schwarzdorn zerstört hat. Boah, mir wird fast ein bisschen mulmig, wenn sich das alles so dreht. Aber ich glaube, jetzt geht die Sonne auf. Ah, oh, Gott sei Dank, jetzt sehen wir dann ein bisschen was, wenn wir aus dem Krater rausfliegen. Kann ich die Taschenlampe mal ausmachen? Wow, fliegt da gerade ein Komet in die Sonne? Nee, der fliegt vor der Sonne vorbei. Die Sonne ist echt groß und weit weg. Ich glaube, jetzt habe ich den Mond hier einmal umkreist, oder? Nee, Quatsch. Ich dachte schon, da sieht man schon die Bäume, die gepflanzten Bäume. Aber das ist... Ja, das sieht so nah aus, als könnte ich einfach rüberspringen. Ob ich ohne Schiff darüber fliegen könnte? Weiß ich nicht. Hi, Gary. Wie geht's? Ich habe das Gefühl, der Mond ist ziemlich tot, aber hier gibt's doch eine Ruine, ne? Vielleicht muss ich nochmal mit meinem Schiff starten und mir das Ganze von weiter weg anschauen. Achso, warte mal, ich habe auch einen Scoutwerfer. Oh, ich habe auch ein Signaloskop. Da ist was, aber das könnte auch ein anderer Planet sein, ne? Das ist die Sonne? Oder ein Planet hinter der Sonne gerade. Ich verstehe das Signaloskop vielleicht noch nicht so ganz. Aber mit dem Scoutwerfer könnte ich auf jeden Fall mal... Ah, guck mal, da ist eine Fahne. Wahrscheinlich von der ersten Landung hier auf dem Planeten. Die Richtung. Ich gehe da mal hin, glaube ich. Bisschen Sauerstoff haben wir noch, aber schon langsam sollte ich ein Schiff und tanken. Tada! Ist schon irgendwie schön, oder? Dass das aus Holz so oben so zusammengebunden einfach. Irgendwie witzig. Ich freue mich, dass du da bist. Na cool, dann freuen wir uns alle, dass wir alle da sind. Das ist nett, das freut mich, Gary.
3 Minuten Sauerstoff verbleibend. Ich glaube, wir sollten zurück zu unserem Schiff. Undefinierbares Signal in der Nähe? Okay. Bäume entdeckt. Sauerstoff wird aufgefüllt. Ach, in der Nähe von Bäumen lädt sich automatisch unser Sauerstoff auf. Das ist cool. Das ist interessant. Jetzt steige ich mal in unser Schiff. Hier drin kann ich den Anzug, glaube ich, auch anlassen, weil ich verbrauche hier scheinbar auch gar keinen Sauerstoff im Grunde. So. Jetzt lasst uns mal schauen. Was wir hier zum Beispiel haben. Oder? Tempo bitte anpassen. Okay. Ach ja, genau. Ich vergesse immer, dass hier natürlich die Schwerkraft vom Mond auch schon wirkt. Deswegen werden wir hier so nach unten gesaugt. Perfekte Landung, würde ich sagen. Hoffe ich. Sollen wir wieder reinkommen in unser Schiff nachher? Ist alles gut. Schön geparkt. Ich wollte auf der Plattform landen, aber ich glaube ehrlich gesagt, so groß ist die Plattform gar nicht. Ja? Schauen wir mal. Was steht denn hier? Wellbergs Signaloskop Logbuch. Tag 48. Ich höre immer noch nichts von Ribbecks Banjo auf dem bröckligen Krater. Es ist sicherlich alles in Ordnung, aber ich würde mich besser fühlen, wenn ich die Musik hören könnte. Tag 51. Ich habe Crest heute eine Weile beim Spielen zugehört. Nebenbei bemerkt, fällt mein Schiff gerade um? Ich glaube, mein Schiff fällt gerade um, oder? Ganz langsam. Okay. Das ist unheimlich. Na, wart mal noch ab, Metatron. Wart mal noch ab. Das wird nämlich noch ziemlich crazy und cool. Was ich so gehört habe, kommt da noch einiges ziemlich cooles Zeug. Damit rechnet man jetzt noch gar nicht. Tag 55. Heute hörte ich laut und deutlich Banjo-Musik. Klingt, als ging es Ribbeck gut. Ribbeck, du Pappnase. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Tag 63. Heute dachte ich, ich hätte etwas Merkwürdiges gehört. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es nichts. Tag 70. Nein, heute ist es wieder da. Etwas Seltsames. Kommt von Holzkamin. Tag 76. Was macht denn mein Schiff da hinten? Das macht mir ein bisschen Angst. Okay, ich weiß. Ob die Gravitation von anderen Planeten auf mein Schiff wirkt, während das hier so kreist, der Mond, wer weiß. Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber das Geräusch von Holzklamin klingt wie die Feldspatharmonika. Aber Feldspat ist vor Ewigkeiten im All verschollen. Es kann also nicht sein. Es ist immer noch da. Es ist richtig gruselig. Vielleicht ist mein Signaloskop kaputt. Ich spreche lieber mit Gneis. Nice. Na gut. Jetzt fliege ich mal noch ein bisschen über die Planetenoberfläche. Nur mal so schauen, ob wir da noch irgendwie... Weil da hieß es doch irgendwas von Ruinen oder so, die wir uns anschauen sollen. Ah, das sieht doch interessant aus. Ne? Schauen wir doch da mal hin von mir aus. Geschwindigkeit anpassen. Landemodus. Okay. Das ist anscheinend ziemlich schockresistent, das Schiff. Das geht nicht so schnell kaputt. Das hält was aus. So, dann schauen wir uns mal die Ruine an. Was ist denn das da? Ein leuchtender Punkt. Ach so, warte mal, das ist ein Rätsel, okay. Schiebe ich's mal da rein. Aha, jetzt verfolgen die Ruinen da den Einblick.
ist ja creepy. Schieben wir mal in die Sonne. Wahrscheinlich, oder? Hört man dann die Planeten? Ist das sowas wie ein Alien-Technologie-Observatorium? Anscheinend funktioniert in der Welt ziemlich viel über Sound auf jeden Fall. Habe ich das Gefühl. Hä? Die finden nichts. Was auch immer das ist, ich glaube, das existiert momentan nicht. Anscheinend. Wir wissen zumindest nicht, wo die hinschauen sollen. Schauen wir mal hier. Auch hier finden. Na doch. Okay. Ich glaube, das sind momentan alle, die es hier gibt. Aber da gibt es noch eine Treppe nach unten. Okay. Ah, mein Übersetzer kann das übersetzen. Das ist die Schrift von denen. Übersetzte Nami-Schrift, Ausrufezeichen. Oh nein, ich fliege. Ich dachte, ich muss vielleicht was drücken, aber irgendwie was... Ah, R1, jetzt haben wir es. Kolios. Ich habe oben das Signalortungssystem des Auges getestet. Und es kann die Signale der Sonne, der Untiefen der Riesen und des bröckligen Kraters wahrnehmen und verfolgen. Jedoch passierte etwas Seltsames, wenn ich das Signalsystem des Auges nach Signalen des Auges abfrage. Die Aufzeichnung des Gerätes dreht sich wie wild und zeigt in keine eindeutige Richtung. Ja, genau das haben wir auch erlebt. Felix, das ist jemand anderes. Ich verstehe. Ich habe das Ortungssystem höchstwahrscheinlich falsch kalibriert. Freevet, mein Lehrling, und ich werden Anpassungen vornehmen und es erneut versuchen. Wieder der gleiche? Gerade eben? Neuigkeiten. Bedauerlicherweise ist tatsächlich alles korrekt kalibriert. Der erste wieder? Es betrübt mich, euch dies abzuverlangen, meine Freunde. Aber ich glaube, wir müssen ein anspruchsvolleres Gerät bauen, wenn wir den genauen Standort des Auges des Universums ausfindig machen wollen. Das ist wieder wer anders. Touch. Was war denn das gerade? Hört ihr das? Wow! Okay. Ich glaube, unsere Zeit ist abgelaufen. Da brauche ich erstmal einen Keks. In dem Spiel hat man nämlich nur eine bestimmte Zeit. Und dann geht das Sonnensystem unter. Und wir müssen in dieser Zeit rausfinden, was los ist und wie wir es verhindern können. Und starten aber täglich grüßt das Murmeltier mäßig immer wieder am Anfang. Alle Informationen, die wir gefunden haben, so wie zum Beispiel auch den Startcode, behalten wir aber. Und so Majora's Mask mäßig tastet man sich immer weiter vor und macht jeden Tag Expeditionen zu anderen Planeten oder macht auch auf Planeten, wo man schon war, da weiter, wo man beim letzten Mal aufgehört hat. Nicht so voreilig. Du musst erst die Startcodes vom Observatorium haben. Habe ich doch schon. Hast du das etwa schon vergessen? Ah, ich habe wohl mehr Abgase eingeatmet, als ich dachte. Das Zeug haut echt rein. Naja, wenn du die Startcodes schon hast, dann will ich dich nicht aufhalten. Viel Glück. Das ist cool. Jetzt können wir nämlich einfach
sofort wieder starten. Du hast also etwa eine Stunde Zeit, bis es untergeht. Genau, wahrscheinlich, so ungefähr. Bin mir nicht ganz sicher. Aber jetzt würde ich gern zum Mond fliegen und da weitermachen, wo wir vorher aufgehört haben. Nochmal das Logbuch lesen, das wir da gelesen haben. Die suchen irgendwie irgendein Auge und haben das scheinbar nicht gefunden. Da. Moment mal, das ist ja falsch. Das ist mein Ziel. Da will ich hin, oder? Ja, genau. Ah, guck mal. Da sieht man hinten. Da kann man Geschwindigkeit erstmal anpassen, sonst kommen wir nicht hin. Da sehen wir, der Mond ist ja, da ist ja die Hälfte rausgesprengt aus unserem Mond. Das sieht ja cool aus. Verrückt. Das muss eine ganz schöne Erschütterung gewesen sein. Ja, das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Wie geht Rollen gleich nochmal? Okay, passt schon. So geht's. Dann steigen wir mal aus. Und schauen nochmal in die Ruine. Das weiß ich nicht, Toxic. Das weiß ich nicht, ob es dann weitergeht quasi, wenn man es verhindert hat. Ob man dann unendlich erkunden kann oder was dann los ist. Keine Ahnung. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, jetzt müssen wir das nochmal den ganzen Baum scannen. Aber ist ja wurscht. Fangen wir hier mal an. Dann war das die nächste Nachricht. Dann haben wir hier weitergelesen. Ja, auch. Hier waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Es betrübt mich, bla bla. Wir müssen ein anspruchsvolleres Gerät gebauen, wenn wir den genauen Standort des Auge des Universums ausfindig machen wollen. Dann bauen wir es eben. Verlier die Hoffnung nicht, Kasava. Unsere Suche nach dem Auge betrachtet unser Clan an diesen Ort. Was? Unsere Suche nach dem Auge betrachtet unseren Clan an diesen Ort. Okay. Wir werden nicht so einfach aufgeben. So, dann haben wir hier noch eine andere Nachricht. Von Touch. Das ist ein merkwürdiger Befund. Möglicherweise hat das Auge aufgehört, sein Signal zu versenden. Okay. Aber jetzt nehme ich mal hier diesen Energiestein damit, diesen Kodex. Ich weiß nicht warum und so, aber. Ach, weil wir den hier einsetzen können. Dann können wir hier weiterlesen. Alles klar. Nee, warte mal, das ist die gleiche Nachricht wieder. Ach so, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Das sind die Kassetten in dieser Welt. Ich habe bereits einen Kodex in der Hand. Aber da gibt es noch andere Kodexe. Ich kann den auch einfach wegwerfen. Gut. Muss ich mich mal kurz ein bisschen umschauen. Was haben wir hier zum Beispiel? Aufzeichnung abspielen. Okay, wow. Ich habe diese Ruine auf dem Bildschirm von anderen Reisenden gesehen. Aber jetzt, wo ich sie selber sehe, sie ist echt alt, oder? Aber wow, das ist der coolste Tag meines Lebens. Okay, Zeit für offizielle Notizen. Also, das ist eine Art Ortungssystem der Nomai. Es kann die verschiedenen Planeten aufzeigen. Was übrigens ziemlich cool ist. Aber so wie ich die Schiffe hier deute, wurde es wohl gebaut, um etwas Bestimmtes zu finden. Die Schriften, nicht die Schiffe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte außerdem etwas über den Südpol des bröckeligen Kraters herausfinden. Also fliege ich dorthin, um zu sehen, ob ich noch mehr erfahren kann. Jap. Ich steige einfach wieder in mein olles Schiff und fliege los. Total sicher. Größtenteils sicher. Oh, bei den Sternen. Setzen wir mal den Kodex hier noch ein. So, schauen wir mal. Tetsch. Wo soll dieses neue anspruchsvolle Ortungssystem gebaut werden? Es muss möglicherweise größer als dieses Standortsystem des Auges sein.
Das heißt, das Auge ist hier in unserem System zufälligerweise wahrscheinlich. Anuna und diejenigen von uns, die ursprünglich am Glutzwilling gestrandet waren, errichteten dort ein Quantum-Mond-Ortungssystem. Aber die Hitze der Sonne macht den Aufbau dort zu einer Herausforderung. Ich würde nicht empfehlen, auf dem Planeten zu bauen. Und Pulme schreibt drauf: Der südliche Gletscher auf dem bröckeligen Krater bietet reichlich Platz. Ich könnte ein neues Gebäude errichten, um dieses geplante Ortungssystem unterzubringen. Ja, lasst uns dort bauen. Ich kann mir vorstellen, dass unser junger Freund Conny viel Spaß daran hätte. Er hat schon immer ein großes Interesse für das Auge. Insbesondere für ein Kind, das so lange nach dem Absturz geboren wurde. Also, der bröckelige Krater. Das ist unser nächstes Ziel. Ach so, hier haben wir noch ein bisschen Text. Was? Zu nah, ach so. Dann werde ich unverzüglich mit dem Bau am Südpol des bröckeligen Kraters beginnen. Dann haben wir unser nächstes Ziel. Der Südpol... Ach, guck mal, der Baum macht mir Sauerstoff, den mein Anzug einsaugen kann. Cool. Dann werden wir am Südpol des bröckeligen Kraters mal nachschauen. Ach, das ist schon irgendwie cool. Da bin ich jetzt gespannt. Aber was ist denn der bröckelige Krater? Müssen wir mal schauen. Hä? Da leuchten so Kabel, aber ich kann damit nicht interagieren da unten. Komisch. Gary, danke fürs Abonnieren. Coolio, vielen Dank. Super nett von dir. Ach so, Metatron, danke fürs Giften an Gary. Ach, Metatron hat jetzt schon 16 Abos verschenkt. Crazy. So, das ist quasi so der Questbaum hier im Grunde. Ich verstehe. Dann starten wir mal. Und schauen uns mal um. Untiefen der Riesen. Ne. Schwarzdorn. Zwillingsasche. Was ist denn das da eigentlich? Der Eindringling. Ich habe schon davon gehört. Das war das, auf dem noch nie ein Schiff landen konnte. Vielleicht versuchen wir es mal, dass wir da hinkommen. Er ist aber weit weg. Einige Kilometer. Anscheinend ein Komet, der hier durchfliegt oder so. Ich sollte nicht so schnell beschleunigen. Wir sind schon ziemlich schnell jetzt. Ah doch, man bremst doch automatisch ein bisschen. Oh oh, wir knallen voll dagegen. Wow. Okay. Das habe ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Was alles passiert ist, während du weg warst. Wir waren auf dem Mond, haben Alien-Ruinen gefunden, haben die Schrift von denen entziffert, haben rausgefunden, dass sie auf einem bröckeligen irgendwas Planeten am Pol eine neue Forschungsstation bauen wollten, weil sie nach dem Auge suchen. Wir haben keine Ahnung, was das ist und so weiter. Ist das ein schwarzes Loch hier? Das ist auf jeden Fall... ja, irgendwie schon. Der Eindringling. Ich sehe schon, warum das so schwierig ist, auf dem zu landen. Jetzt fliegen wir mal langsam auf den zu. Wir sind schon relativ nah an dem dran. Nur noch ein paar Kilometer. Ich fliege jetzt mal mit 100 Meter pro Sekunde nur auf den zu. Weil da können wir dann leicht abbremsen. Also 100 Meter pro Sekunde relativ
zudem. Ach ja, und das Sonnensystem ist untergegangen. Stimmt, das hätte ich fast vergessen. Das sollte man noch dazu sagen, stimmt. Und ich bin in der Zeit zurückgereist. So, und jetzt bremsen. Ja. Au. Okay. Okay. Ich glaube, wir sind quasi gelandet. Ja, cool. Schauen wir uns mal den bröckeligen Felsen an. Der Eindringling, würde ich sagen. Auf dem noch nie zuvor jemand gelandet ist. Oh nein, ich bin irgendwie eingeklemmt. Oder? Ich glaube, ich komme hier nicht so leicht weg. Sind wir irgendwie voll in einem Krater hier gelandet? Irgendwie ist es hier voll glatt. Mein Charakter rutscht rum wie sonst noch was. Und wir sind hier wirklich in irgendeiner krassen Eisschlucht. Oh, da ist aber was Interessantes. Ah, bremsen! Hier schlittert man rum. Hier bräuchte man Schlittschuhe. Aber was bist denn du? Übersetzung einer Aufzeichnung. Schauen wir mal. Das ist bedenklich. Es scheint, als wolle der Komet unser Shuttle im Eis begraben. Wenn wir noch viel länger auf der Oberfläche bleiben, wird das ganze Shuttle komplett einfrieren. Selbst wenn, könnte es nicht einfach jemand zu Hause zur Schwerkraftkanone auf Glutzwilling zurückrufen? Ja, aber die Erkundung des Kometen wäre bedeutend schwieriger ohne das Shuttle, bis es jemand erst zurückruft. Was? Wir hätten vielleicht nicht auf der Schattenseite des Kometen landen sollen. Oh oh, bin ich auch auf der Schattenseite des Planeten? Das wäre vielleicht gefährlich. Ich finde, jemand sollte im Shuttle bleiben, und um es warm zu halten und die Lage auf der Oberfläche weiter zu beobachten. Das ist ein guter Vorschlag, Clary. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du hier warten, während Poke und ich weiter die Oberfläche untersuchen. Ist das Shuttle von denen? Jetzt habe ich aber ein bisschen Angst. Jetzt will ich mal zurück zu meinem Schiff. Nicht, dass das auch mit Eis bedeckt wird. Jetzt nicht. Aber, also, irgendwie verändern sich hier, oder? Weil ich meine, hat sich unser Schiff bewegt, oder verändern sich die Eiszapfen hier auf dem Schiff? Kann ich vielleicht mal, vielleicht kann man hier mal stehen, ohne zu, ja, hier hat man festen Boden unter den Füßen. Mein Schiff rutscht tatsächlich. Es rutscht rum. Oh Mann, das macht es nicht gerade leichter. Naja, ich schieß mal unseren Scout. Machen wir mal ein paar Fotos von der Oberfläche. Warte mal. Ich verstehe, das ist die Rückseite vom Kometen, wo wir gerade waren. Ich höre was. Oh, jetzt schmilzt. Wir kommen nah an die Sonne und jetzt schmilzt hier das Eis. Okay. Wir kommen gefährlich nah an die Sonne. Ich glaube, es schmilzt nicht nur das Eis gleich. Ich habe Angst. Oh Gott. Okay. Okay, wir gehen wieder. Wir fliegen wieder weg von der Sonne. Das war gerade krass. Das war mir ein bisschen zu nah an der Sonne für meinen Geschmack. So, ist jetzt hier, weil ich habe, das Eis ist jetzt weggeschmolzen, aber es hat jetzt auch nichts Neues freigelegt oder so, oder? Jetzt ist das Eis schon wieder da oder war es nie weg in Wirklichkeit? Ich bin mir nicht sicher. Hier hinten auf jeden Fall nicht, wenn dann vorne. Ah, oh, hier ist es so schlupprig. Ich kann nicht bremsen. Ich
keine Ahnung, ist das vielleicht nur ein kurzer Moment, wo das Eis kurz schmilzt und dann kann man vielleicht irgendwas machen oder so? Weil jetzt ist ja alles wieder zugeeist. Naja, wisst ihr was? Wir suchen jetzt den Planeten, auf dem wir eigentlich sollen. Bevor es zu spät ist. Bevor die Welt wieder untergeht. Das wäre doof. Aber ich finde ihn nicht. Wie hat der geheißen? Irgendwas mit Bröckeliger oder so. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da wird mir kein Name angezeigt und nix. Oh, ist das irgendein Schiff oder so? Hey, was es hier alles zu entdecken gibt, das gefällt mir. Wow, Geschwindigkeit anpassen, das haut ab sonst. Okay. Ich höre was. Oh oh. Ich glaube, ich wollte mal die Geschwindigkeit anpassen und aussteigen. Ich glaube, ich sollte mal darüber fliegen, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal. Ja, vorsichtig. I like dirty shirts to wash oder so? Ist das irgendein Entwickler-Easter Egg, das wir hier haben? Das wir entdeckt haben? Irgendeine Person und irgendwie ein Kuscheltier und so. Big Baker Satellite. Okay, das ist ziemlich sicher irgendein Easter Egg der Entwickler. Ziemlich sicher. Naja, schön, dass wir das entdeckt haben. Wo parken wir gleich nochmal? Hier, schauen wir mal. Oh oh, Vorsicht. Schön Schiff. Okay, aber jetzt suchen wir wirklich mal. Ah, bröckeliger Krater. Ganz genau, da müssen wir hin. Autopilot aktivieren. Ja. Warum habe ich nicht schon früher den Autopilot aktiviert? Das ist so gemütlich. Kann man mal einen Schluck trinken und sowas. Stufe 2 Beschleunigung Richtung Ziel. Aber bitte nicht in die Sonne fliegen, okay? Das wäre nett. Ich verstehe da was mit Hurra. Ich kann das dreckige Shirt waschen. Ja, genau, irgendwie sowas. Oh, guckt euch mal den da an. Da sollte man wahrscheinlich nicht reinfallen, oder? Oh! Okay, alles gut. Die Scheibe ist nur leicht angeknackst. Kein Grund zur Panik. Die Schiffe sind stabil gebaut. Ah, ich kann es sogar reparieren. Na wunderbar. Kein Problem. So. Oh, hier ist die Schwerkraft hoch. Hier kann ich nicht mal fliegen, richtig. Kann ich nur ein bisschen schweben.
Ich schätze mal, der Baum liefert wahrscheinlich keinen Sauerstoff. Nee. What the hell? Schießt der Mond da Feuer auf dem Planeten hier? Ich glaube, da müssen wir hin, oder? Es ist, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist interessant. Auf jeden Fall. Nur wie komme ich da hoch? Oh mein Gott, muss ich hier so eine Jump'n'Run-Passage über dem Abgrund machen? Aber nicht von hier aus, auf jeden Fall. Schweben kann ich ganz gut. Schweben geht. Oh Gott, da schlagen wirklich Krater ein. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh Gott, der Planet hier. Na, wunderbar. Der hat in sich. Okay. Ja, wenn wir da hin wollen zu dem Schiff. Ich hätte näher dran landen können vielleicht, oder? Das wäre eine Idee gewesen. Meint ihr, ich kann da rüberspringen? Ah, ich weiß nicht recht. What? Was passiert denn da gerade? Da wird gerade was in den Kern gesaugt, oder? Stürzen da immer wieder Teile von dem Planeten immer mehr ab? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich sollte mal... Ich glaube, ich steige wieder ins Schiff und wir versuchen näher ranzufliegen. Ja, das ist anscheinend ein schwarzes Loch. Ich glaube, irgendwie der Planet ist quasi so ein bisschen kollabiert. Und gerade wird der ganze Außenmantel, auf dem ich hier rumlaufe, nach und nach noch in den Kern gesaugt. Das klingt ungesund. Aber ich meine, wir wissen ja, dass gleich das ganze Sonnensystem untergeht. Also ist das nicht unser größtes Problem, aber... Vielleicht sollte ich trotzdem versuchen, einfach mal da oben zu landen. Dann sparen wir uns ziemlich viel Jump'n'Run-Action. Okay. Na also, war doch ganz leicht. Aha, das Schiff versorgt irgendwas mit Energie, was da oben leuchtet. Die sind ja offensichtlich abgestürzt. Hier liegt ein Teil, das wohl dazugehört. Kann ich da irgendwie rein? Das ist eine Tür. Kann man das öffnen? Wenn, dann weiß ich nicht wie. Hm. Vielleicht sollte ich nochmal versuchen, da hochzufliegen, wo die Bäume sind. Das sieht auf jeden Fall nicht nach unserer Technologie aus, sonst wäre das viel mehr mit Holz und Klebeband gemacht. Ich glaube, das ist eher diese andere, diese alte Spezies, dieses alte Volk, das hier in dem System auf der Suche nach dem Auge war. Landet. Wir stürzen, glaube ich, gleich. Schiff nicht abstürzen. Schön hier oben bleiben, bitte. Ah, da haben wir schon was, das wir scannen können. Geht es allen gut? Niemand wurde beim Aufschlag der Color Orange Rettungskapsel Color ernsthaft verletzt. Wir hatten sehr viel Glück. Ja, wisst ihr was, da wurde... Das soll nicht stehen, Color ist Orange Rettungskapsel Color. Das sollte eigentlich in Orange dastehen. Da hat ein Übersetzer wahrscheinlich irgendwas falsch eingetippt. Aber gut. Vielleicht war es ja auch die Alien-Spezies, die das falsch eingetippt hat in ihr Skript hier. Kann ja sein. Das sind zumindest gute Neuigkeiten. Wissen wir etwas von Rettungskapsel 2 oder Rettungskapsel 3? Nein, ich... Oh Gott, geht schon wieder das Universum unter? Oder was war das gerade? Oh shit, ich glaube, es ist soweit. Nein, wir sind doch hier gerade erst angekommen. Ich bin doch nicht so weit. Ich muss doch hier noch was lesen. Wir finden gerade raus, was mit Rettungskapsel 2 und 3 passiert ist. Lauf! Flieg! Weg hier! Damn it. Ach ja, das ist ziemlich cool. Hey, was ist denn das? Ein Landsquid mit St. Patrick's Hut. Das ist witzig. Der Weltall-Squid-Raumschiff-Rider, ganz genau. Ach ja, okay, das Spiel ist ziemlich cool. Ich war wirklich auch am Anfang jetzt auf dem Planeten skeptisch, aber jetzt, das ist cool.